You think you know me? Sag mal, Dodo, machst du hier schon wieder irgendwelche Nutten an der Straße an? 15 Euro für dich. Hör mal, weg, weg. Komm, ich fahr jetzt zum Deichbrand. Ich muss mir das hier nicht hier geben. Nimm mich mit. Ja gut, komm. Ich mach den blauen Job für 5 Euro. 5? Auch für 3. Okay, 3. Okay, 3. Sollen wir kurz aussteigen und mal jemanden fragen? Nee, hier ist doch niemand, den du fragen kannst. Wow, da sind wir! Ah, ihr Fotzen! So, wir haben es jetzt geschafft, problemlos einen Zeltplatz zu finden. Hier sind noch weitere Vlogger. Ich möchte euch mal ganz schnell vorstellen, du kriegst ein Intro. Ich bin der Phil. Max Payne. Ja, Max Payne 3. Und wisst ihr, was das hier ist? Das ist Staub! Alter! Das Zeug haben wir in unseren Lungen. Ich möchte nicht sagen, dass wir dekadent sind oder so. Oder dass wir hier eingeladen wurden, aber dieser eingezäunte Bereich ist für uns drei. Ja, unser Camp steht, wir haben alles aufgebaut. Und der Phil, der möchte jetzt eine besondere Zeremonie einladen. Ja. Ich weiß auch nicht, was er da vorhat. Es ist Zeit, Freunde. Ach so, ja. Wir sind heute hier zusammengekommen, um das Fötzchen zu ehren. Um es zu schätzen und zu begehren. Doch um dies zu tun, brauchen wir unsere Uniform. Und die haben wir beisammen in dieser Form. Das soll unsere Uniform sein, Schötzchenweste. Das Ding kannst du mit einstellen, das ist jetzt dein. Ja? Da muss man noch Geld zu geben. Ach so, ja. So, mittlerweile sieht man im Hintergrund, die Sonne geht unter. Wir müssen noch einkaufen gehen jetzt zum Aldi. Dodo ist schon bereit, der hat auch schon Hunger und Durst. Erstens, du bist ein Arschloch. Zweitens, warst immer ein Arschloch. Drittens, du bleibst ein Arschloch. Viertens, fünftens, sechstens. Wie sieht's aus, sind wir bereit? Fast, aber ich habe ein Problem hier. Was ist dein Problem? Hier sind 12 kleine Freunde hinterhergerannt. Die wollen nicht mehr weggehen. Außer wir trinken sie aus. Ey, und ich dachte, wenn ich nicht mit den anderen Idioten unterwegs bin, bleibt mir das erspart. Ja, ich dachte übrigens auch, hast du schon mal getrunken? Nein, das wird sehr lustig. Senior Gond, wo sind Sie? Senior Gond! Senior Gond braucht 1000 Likes auf das Gond-Video, sonst kommt er nicht mehr wieder. Also, Gond-Video hier unten, ne? Unser Berg ist unser Berg. Werden Sie noch wundern. Weg, Scheiße. Davon habe ich in meinem Leben schon ungefähr 800 Stück getrunken. Warum trinkt ihr das? Wir nutzen nicht so, wie man sollte. So, nochmal, wir sind jetzt hier im Laden des Vertrauens. Grill gekauft. Nein, den haben wir noch nicht gekauft, Micha. Wir kaufen ihn gleich. Wir kaufen ihn jetzt, ja. Hier gibt es auch allerlei anderer Scheiß. Und Menschen, mehr können sich. Aber ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon einen Grill. Der ist an. Ein Eimergrill. Das ist mal was ganz anderes als mit den anderen Jungs. Und was hört man, wenn man mit YouTuber auf dem Festival ist? Das ist der letzte Sommer! Oh ja! Das ist der letzte Sommer! Sag die Maya! Wir drei wurden gerade übrigens im Festzelt und das von einer Feministin angemacht, wegen unserer Fötzchenweste. Bro, die hat den Job nicht verstanden. Weißt du, das ist so, die könnte auch AfD-Wählerin sein, weißt du, das ist egal. Die kommt einfach hin, labert uns an, ohne Kontext und verurteilt uns. Und als ich gesagt habe, das ist nur ein Joke, das ist nur ein Witz, diese Weste, meinte sie, ja, im Endeffekt, wenn es geklappt hat, ist alles nur ein Witz. Weißt du, ja, dann fick dich halt. Dann fick dich halt. Ist halt einfach so. Dann morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt den Freitag auf der Gonten. Nein, komm nicht.
Wir haben jetzt den Freitag auf dem Deichbrand. Gestern war schon unglaublich geil, besser als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass das Konzert, wo wir hingehen, auch so geil wird. Ich hatte da eigentlich erst gar keinen Bock drauf. Und ja, hier ist schon die Stimmung auf Indianerfrühstück. Und wir schauen einfach mal, was heute so geht. Ich würde mir gerne die Setlist angucken, aber wir haben hier keinen Empfang. Weil er sich nach uns richten muss. Muss ich das? Ja. Ohne mich hättest du hier gar nichts. Hättest du kein Pavillon und keinen Tisch. Ja, und? Ohne mich wärst du gar nicht hier. Da muss ein Hoch auf unser Busfahrer, ein Busfahrer, Ja. Was machen wir jetzt? Plötzchen suchen. Plötzchen suchen. Das ist wieder was, was hier ausfällt. So, Dodo, kriegst du das neue Klamotten? Dodo! Wie schön du hast denn? Ja, oh, guck mal, sitzt auch wie angegossen. Oh, guck mal. Ja. So, ich mache mal gerade einen Zwischenstand. Ich habe heute noch gar nicht so viel gevloggt. Das liegt aber daran, dass wir gerade das Zeltplatz-Interview-Video drehen, welches bereits hier auf diesem Kanal erschienen ist. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unten in der Videobeschreibung verlinkt, hier ein Ausschnitt. Oh. Nein, jetzt hier wirklich ein Ausschnitt. Wer bist denn du? Ingo. Du bist Ingo? Ja. Kennt man dich? Nee. Ja, wir nehmen euch jetzt noch ein bisschen mit auf die Konzerte heute Abend und schauen mal, was noch so geht. Ein Drittel Heizung, zwei Drittel Benzin, alle springen! Kein Abschied, ich war nie willkommen und lauf nur nach vorne, wo ich nie wiederkomme. Kein Leben vor, wo euch nicht kennt. Die Stadt muss weg. Ich hab schon wieder all meine Freunde verloren. Skandal im Spätzig, Skandal, Skandal um Rosi. Entschuldigung, wir arbeiten hier, ich könnte Ihnen weiterhelfen. Also, Kesper fanden wir doof. Sag mir mal, wir gehen mal aufs Riesenrad. Das kenn ich schon von Rock am Ring. Da ist Kesper wieder. Da war ich ganz alleine. Guten Morgen. Ich sag's euch, wie es ist. Festivalleben ist die Hölle. Du versinkst quasi in deinem eigenen Dreck. Es ist immer laut und nass. Und du hast keine Möglichkeit, dich mal zurückzuziehen. Meine Fresse, ist das dekadent. Ich muss mal sagen, das ist ein wunderbarer Start in den Tag. Und ich gebe mir jetzt einfach mal die Rogers. Warte, was war jetzt? Was? Jo, ich bin gerade zum Micha hin und unterwegs aber Fuß voll umgekriegt und jetzt habe ich ja so einen Hugel vom Fuß einfach. Ja. Was da? Ey, willst du rudern, Micha, rudern? Ja, willst du rudern? Oh, sorry. Schnell! Es kommt der Tag, an dem du merkst, dass diese Zeit ein Ende hat. So, die Rogers haben ja richtig Action gemacht. Auch die Security war sehr geil. Ich glaube, die sehe ich mir später nochmal an. Ja, aber vorher müssen wir den Dodo wieder fit kriegen. Der war die gestern die ganze Nacht unterwegs und hat sich so einen gesoffen. Den bringen wir jetzt erstmal auf Trab. Oh Gott, wie passt denn da rein? Oh, endlich. Oh mein Gott. Und, wie fühlst du dich? Wie ein Buschbrand, der man mit einem Schraubenzieher gelöscht hat. Sehr gut. Fertig, aber dann los. Ein Scheiß von sich, ich kann machen, was ich will. Doch eure Zeit, sie kann euch vorbei. Nicht mehr, was euch geblieben, doch schau euch auf euch leid. Schon lange Leute, so so, das mit Dodo war übrigens echt kein Witz. Wir müssen den armen Kleinen jetzt zum Tierarzt bringen. Guckt euch mal an, wie fertig der ist. Alter, ich war mit Dodo schon dreimal auf der Gon, ne? Bei der Gon war um 12 Uhr wieder fit, aber das, wir haben mit nicht aufstehen, okay. Nicht, dass ich noch einen Schüttelfrost hole. Wir fahren jetzt erstmal zum Tierarzt. Unser Flamingo, der ist krank.
Nein. Hast du irgendwie was für den? Ja, der muss Bier kriegen, sofort. Der muss Bier kriegen. Der muss zur Apotheke, ja, da gibt's immer Bier. Da ist die Apotheke. Professor Dr. Joel Stockman. Ja. Zack. Oh. Es geht ihm schon besser. Vielen Dank. Wir haben unsere Grill-Session jetzt fertig, haben den Arthur jetzt getroffen. Dodo ist fertig, der hat seine Medizin bekommen. Weil der ist durch, der kann ich nicht. Dodo schläft und wir schauen uns jetzt die Killers an. Kannst du mal ganz kurz den Schnitt machen? Ich muss einmal hier die Hand ins Mikro, in die Kamera. Aber kurz die Hand ranhalten. Aber Festivalleben ist die Hölle. Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Prost, ihr Wichser. Und der Samstag ist beendet, offiziell. So, der Sonntag ist angebrochen. Phil, wie war es denn gestern? Zu hart, mir geht's nicht gut. Ja, ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen, glaube ich. Und ja, jetzt machen wir Fußmarsch und schauen uns mal und gucken uns hier mal die Natur an. Alles schön, oder? Oder? Ja. Sind wir gut drauf? Ja! Ihr auch? Ja, voll geil, würde ich sagen. Die böse Zunge aus dem Schatten singt. So schön, aber dafür kann ich zu nicht. Du kannst nicht mal was dafür kann ich zu nicht. Ich muss sie treffen, sofort werde ich dann lächeln und sorgt und dann mit Messer durch Phil, ist ein bisschen windig. Aber guck mal, die guten Qualitätsheringe, ja, die bei je Wind und Wetter alles im Boden halten. Ja? Wo ist eigentlich der Grill? Wo ist eigentlich der Grill? Wo ist eigentlich der Grill? Oh, auf den freue ich mich auch schon morgen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh mein Gott, ey, ich komme gerade vom Klo und finde dann das hier vor. Was ist denn das? Ja, Phil ist ausgerastet, Mann. Der hat hier alles umgetreten und hat sich dann in seine Höhle gelegt und da schläft er jetzt. Wieso das denn? Phil, was soll denn das? Phil, kannst du mir mal sagen, was das soll? Was soll? Warum hast du das kaputt gemacht? Ich buche so einen. Boah, er kann sich einfach nicht benehmen und dann hat er auch noch mein Auto beschmiert. Der Christian ist da. Wie gut, dass ich hier bin. Wie gut, dass ich wieder für euch bin. Ich sag sie sind. Ihr habt mich vermisst. Mann, ihr habt mich vermisst. Und meine Freunde hab mit mir Schluss gemacht. Und jetzt seh ich mich so sehr. Du auch? Nach Sexualverkehr. Tschüss. Und die Herren bitte. 2, 3, 4. So, die Rosi und ich trennen uns jetzt und deswegen machen wir jetzt hier schon mal die Endcard. Also, wenn euch das Video gefallen hat und Masterjohn unterstützt wollt, gebt ihm Daumen hoch und abonniert seinen scheiß Kanal! Und jetzt Küsschen! So, da drüben auf der Waterstage spielt gerade SDP. Die hätte ich mir auch sehr gerne angesehen, aber mir war es viel wichtiger, dass ich jetzt bei meinen Jungs, bei meiner Lieblingsband ganz vorne mit dabei bin. Und wenn ich es umrufe, dann bin ich nicht der Einzige hier.
Land, in dem so viele schweigen. Wenn die AfD im Reichstag sitzt, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation siegelt mir und dir. Wenn auf Protesten, wir kommen von hier. Guten Morgen, das war's mit dem Deichbrand-Vlog. Vielen Dank an Arte Concerts und an Studio 71, dass wir hier sein durften. Es hat uns hier sehr, sehr gut gefallen. Sag mal, vielleicht bis nächstes Jahr.